Papa und Jonas, die sind immer bei uns, überall wo wir sind. Warum schon wieder Krebs? Warum immer in unserer Familie? Wie hart ist das? Den Bruder verloren, den Papa und ja, die Mama, das will ich halt nicht. Das hat in uns natürlich auch was bewegt. Also das war für uns an der Uniklinik eine Grenzsituation, die wir nicht so oft erleben. Wir waren dann eigentlich erleichtert, dass es nicht gestreut hat und sie als krebsfrei galt. Ist das wirklich weit leben? Ist das wirklich alles so, wie es ist? Wo sind Papa und Jonas immer? Im Himmel. Im Himmel?